Herzlich willkommen zum Saisonauftakt in Albstadt. MySpot ist wie immer hautnah dabei. Wir sind da, wo die Schweizer Fahrer starten. Wir sind da, wo die Fahrer den Berg herabbrettern. Wir sind da, wo der Pokal vergeben wird. Wir sind da, wo sie aufs WC gehen. Und wir sind da, wo die Fahrer daheim sind. Und da sind wir jetzt gerade beim Scott-Team. Wir haben nämlich mit dem Lars Forster abgemacht, Europameister und neuer Fahrer vom Scott-Team, ein Team von Nina Schurter. Da hockt er schon mit seinem Teamkollegen André Frischknecht. Hallo zusammen. Ciao. Hallo, Raffi. Danke, dass du uns kurz hier empfängst. Ja, gern. Willkommen. Nicht Motorhome, wie sagen die dem eigentlich im Fahrerlager? Paddock, Fahrerlager. Wir kommen da hin. Wie wir sehen, da hinten sind alle unsere Velos. Komm, wir gehen doch mal da hinten schauen. Ja, gehen wir zuerst zu den Velos. Die Mechaniker sind hoffentlich am Arbeiten. Da haben wir Brad Copeland, das ist Kate Kearney. Ehrenmech, Team America. Da ist mein Mechaniker, der Kurt. Gross. Geht an meinem Velo dran. Letzte Inspektionen für morgen. Ich habe nur ein Hardtail und dann einfach Ersatz haben wir die Fuli dabei. Sie reisen nachher dann direkt weiter am nächsten Weltcup auf Novo Mesto. Somit haben wir das Setup eigentlich auch schon dabei. Dort wird es eine volle Strecke sein. Und ja, jetzt haben wir das einfach als Ersatz dabei. Und da vorne hast du eben, wie gesagt, da ist ein bisschen. Genau, jetzt haben wir vorne unser Physio. Ja klar, kommst du rein. Eben, wie gesagt, Wohnmobil. Wer ist euer Koch? Jetzt hat am Mittag hat unsere Physio gekocht, mit Hilfe der anderen Betreuer. Und du schläfst da hin, oder? Nein, da ist jetzt im Moment Thomas Frischknecht. Wir sind im Hotel. Genau, ja. Haben wir 10 Kilometer ausserhalb. Ein bisschen ruhiger und abgeschatteter. Okay. Was ist dir wichtig da bei euch im Paddock? Ja, ist schon wichtig, dass eben, wir sind da hinten, haben wir ein bisschen unseren Ruheraum. Ist ein bisschen abgeschattet von der offenen Tür eigentlich. Von der Gaffa. Genau, ja. Ja, kommen halt jenen, am Renntag kommen dann recht viele Leute und dann ist man schon froh, kann man da ein wenig in die Ecke hinterher hocken und hat man ein wenig Ruhe. Eben, ihr verbringt schon noch recht viel Zeit da? Ja, immer eigentlich, wenn wir eben auf die Strecke anschauen kommen und nachher dann zum Mittagessen eigentlich dann noch ein paar Stündchen. Ja, eigentlich ja. Und aber nachher gehen wir ins Hotel. Eigentlich überall, fast in jedem Lager, so eine silbrig leuchtende Kaffeemaschine. Das ist wirklich bei euch Mountainbiker überlebenswichtig, oder schon fast? Ja, gehört auch ein bisschen dazu, ist fein und Koffein ist immer gut. Wie viel trinkst du am Tag? Kaffee, ich trinke meistens so morgen 1-2, Mittag 1-2. Jetzt, was steht für dich noch an, bis es mit dem Rennen dann losgeht? Nicht mehr viel. Bein auffrischen. Und dann geht es schon bald als Warm-up. Und, Vorfreude ist da. Ja, definitiv.